Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge 1:18. So, wir haben noch als Aufgabe, wir müssen noch eine Kanonengießerei bauen, die da schon im Machen ist. Heute Abend ist eine Gewerkschaft. Ganz schön laut. Okay, uns fehlen auch noch ein paar Arbeiter. So. Blumen für die Dame? Wie sieht's hier eigentlich aus? Was brauchen wir denn? Ein Stückchen im Garten? Wer macht das nicht? Im Prinzip müssen die ja hier vorne aufsteigen. Tut mir leid, Ihr Schiff wird einer Inspektion unterzogen. Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Fragen. So, da haben wir erstmal für Sicherheit gesorgt. Neues Polizeirevier. Dann brauchen wir noch Seife. Hier haben wir absolut keinen Platz mehr. Ja. Ach so, die haben wir hier schon aufgebaut, die Ecke. Okay. Ah, da fehlen uns noch die Waren. Spielstand gespeichert. Ja, ich finde es aber schade, dass man da keine Übersicht mehr hat. Wie viel? Handelsverlauf. Ah, doch, hier. Mal Sägetuch hat mit 1666 eingebracht. Wunderbar. Gut. Bier haben wir auch vorgebaut. Was ich natürlich jetzt erstmal machen könnte, ist erstmal. Achso, wir haben kein Holz. Holzproduktion. Ein bisschen noch ausdehnen, ja. Wie sieht's denn hier aus? Moment. 93. Ah, das ist ungünstig hier. Hier oben, oder? Ja.
Ja. Vier mal drei, gell? 1, 2, 3, 4. Ja, da haben wir da oben nochmal die Holzproduktion aufgebaut. Wir brauchen ja auch später... ja, sowieso nochmal Holz. Also, dann passt das schon mal soweit. So, eine Schule. Ja, da können wir eigentlich zwei bauen. Komm, egal. Da eine, kommt später eine hin. Und da kommt später eine hin. Perfekt. Freunde, jetzt gucken wir mal kurz durch. Schnaps geht runter. Okay, Schnaps geht runter. Haben wir den Schnaps erstmal wieder erweitert. Spielstand gespeichert. Das sollte sich auf jeden Fall erholen. Kleidung geht runter. So, dann haben wir das geregelt. Komm, dann machen wir das hier gleich noch mit dazu. So. Jetzt geht es natürlich an die arbeitende Bevölkerung, dass wir hier... Was brauchen wir? Bauern brauchen wir. Dann können wir da schon mal ein bisschen zulegen. Und diesen Block erstmal soweit fertig machen. Ich versuche jetzt natürlich, das erstmal soweit auszugleichen. Ja, weil die Bauern fallen dann ja weg. Ja, hier die Bauern fallen ja dann alle weg. Ja, das wird ja hier... Hier wird Arbeiterklasse, hier Handwerker, hier Investoren. Ja, also fallen ja... Muss ich die Bauern dann erstmal hier auslagern. Das heißt, dass ich das erstmal so mache. So, zack. Und die Gebäude hier oben erstmal so weit ausbaue. Das sind dann wieder 10. Und den Block haben wir ja fertig gemacht. Genau, den Block. Das sind 80. 160. 240. Müsste. Ja, 240 erstmal. Dann müsste man ja so rechnen, dass die Bauern ja auch wegfallen. Wie gesagt, da muss man dann immer schauen erstmal. So, ich brauche 16 mal Holz. Kommt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Markt hier oben? Okay, wartet mal kurz.
Ah, wunderbar. Ja, habt eben gerade gesehen, war hier oben noch gerade so wenig. Das ist der Vorteil von diesen Steinstraßen hier. Ja, zack. Schon ist der Markt hier oben fast voll, bei 98%. Hier ist er bei 100%. Fisch bei 99. Warum? Dann dürfte ja dann auch wieder hochgehen. Arbeitskleidung auf jeden Fall auch. Perfekt, 100%. Perfekt, 100%. Auch 100%. Wunderbar. Ja, hier halt nicht, aber... möchte aber jetzt nicht hier oben... So, hier haben wir kurz mal genießt. Entschuldigt bitte. Wenn ich jetzt hier oben noch einen hinbaue. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Ja. Können wir ja so lassen. Im zweiten Marktplatz. Das Leben hier. Das Leben hier ist wunderschön. Ja, das glaube ich sogar. So, da hat eigentlich alles voll. Spielstand gespeichert. Ja, also die müssen eigentlich jetzt... ja, grün, grün. Wunderbar. Die gehen gerade hoch. Die habe ich gerade gemacht. Wunderbar. Ich weiß, viele sagen, die verurteilen mich für die Bauweise, aber viele andere Bauer machen das auch so, wie ich das mache. Also so... so Platzsparen. Es mangelt an Arbeitskraft. Und die ganzen Felder eben ausnutzen. Ja, wie das dann im Großen und Ganzen aussieht. Ich meine, die Felder, die werden dann sowieso ein großes Zusammenhängendes. Aber hier habe ich zum Beispiel so gebaut, dass ich bis hier hinten den letzten Platz aus... dass ich das hier genutzt habe und dann eben so gebaut habe, dass ich hier alles genutzt habe. Meine gut. Hier eben nicht, weil wir hier frei hatten, aber dafür haben wir dann hier diese Bäume gepflanzt. Und die Bäume bringen mir ja auch... na, Propaganda, da müssen wir nochmal gucken. Expansion. Gebäude bringen auf jeden Fall auch... hier war das. Bei Kultur. Ornamente. Bringen die ganzen Bäume, die ich gepflanzt habe, bringen mir schon 40 und gleichen damit diese Unordnung aus. Ruinen, Metzgerei, Schweinezucht. Dann haben wir hier unten Stahlwerk, Köhlerei, Hochofen. Genau. Und das finde ich halt... richtig gut. Dass man da jetzt die Felder so setzen kann, wie man die im Prinzip möchte. Ja gut, die Getreidefarben bei den anderen Anurteilen, die waren ja anders gestrickt. Da hatte man ja zum Beispiel Felder, hatte man da.
glaube, bei 1600 war dann hier dieser Einzugsrahmen noch mit drin. Ja, wo man dann... Genau, 1602 war ja dieser Einzugsrahmen noch mit drin. Ja, also so, dass ich die Bauern jetzt hier komplett auslagere, das wird schon hinhauen. So. Hier haben wir zum Beispiel noch Ruinen. Kriegen wir die weg? Ja. Dass wir das erstmal so weit weg haben. Noch irgendwo hier? Nein. Nein. Wunderbar. So. Ruinen sind komplett weg. Es ist irgendwie seltsam hier. Warum? Was ist los? Genau, wir lassen mal das Schiff jetzt einfach mal hier, mal die Karte ein bisschen aufdecken, würde ich sagen. Hier können wir vielleicht auch noch ein paar, habe ich hier auf die Ecke, da müssen wir gucken, ob wir hier vielleicht noch auf die Ecke noch Getreidefelder hinbekommen. Weil das sind jetzt, obwohl, das sind jetzt 8 Getreidefelder. Vielleicht kriege ich hier nochmal irgendwie 4 Stück hin, das wäre natürlich super. Dann könnten wir da nochmal 4 Bäckereien Spielstand machen. Spielstand gespeichert. Obwohl die eigentlich jetzt erstmal reichen, die wir haben. So. Was ich jetzt noch machen werde, halt. Mangelt da immer an etwas. Da mal da die Steine da. Genau. Hier haben wir jetzt die Holzproduktion hinverlagert. Obwohl man hier eigentlich da könnte man eigentlich für später noch aufbewahren. Hier könnte man für später noch aufbewahren. Da wird's langsam, aber sicher wird das dann. Ja. Öl müssen wir gucken. Das wird auch nochmal so eine Sache. Ja. Was haben wir denn hier? Hier zum Beispiel so eine kleine Insel drauf, die Steine produziert. Ja, bräuchte man dann ja auch wieder Arbeiter. Getreidefruchtbarkeit. Kartoffelfruchtbarkeit. Also für Schnaps und sowas. Es würde die geeignete kleine Siedlung drauf. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ist auch nicht weit weg. Eine kleine Siedlung. Das habe ich tatsächlich immer bei Anno 2070 gemacht. Solche kleinen Inseln hier.
Ja, also bei 2070 habe ich solche kleinen Inseln immer die Rohstoffe aufgebaut, die man da hatte. Und dann habe ich immer noch eine kleine Siedlung draufgebaut, die sich da selber versorgt. Ja, hier ist es jetzt neu, weil man Arbeitskraft braucht. Bei da war es nicht neu. Ja, und dass die kleine Siedlung, die da drauf war, hat dann die zum Großteil die Industrie oder die Betriebe bei 2070 finanziert. Ja. Also sonst immer hatte man dann Minus von einer Bilanz, also Minusbilanz von 1000 oder 2000. Und wenn man dann immer so eine kleine Siedlung mit drauf gebaut hat, hat man das runter reduziert auf 500 Minusbilanz, ja. Und die Waren, die dort produziert wurden, haben die ja selber nicht verwendet. Das war eben der Vorteil daran. Da ging es dann halt wirklich nur erste Bevölkerungs-, zweite Bevölkerungsstufe und dann war die Sache erledigt. Nicht so. Allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ja, diese Zufriedenheit. Mal. Sie haben uns etwas voraus. Ja. Konsumverhalten ist doch auch diese gut. Diese Änderung ist eine fabelhaft. Ja, sie ist ganz fabelhaft. Gucken wir mal. Komm, wir machen mal eine Änderung. Geteilte Freude, Rivalen. Da haben sie es. Blutrot auf Weiß. Ja, natürlich wissen sie. Ja. Das geht ja in die Propaganda mit ein. Ein bisschen provinziell. Finden sie nicht auch? Ach komm. Genau. Wie viel braucht man denn? 50 Punkte, die man da rein investieren. Na, dann bin ich mal gespannt. Schriftsteller, Aktivität der Zeitung plus 5%. Aktivität der Zeitung plus 10%. Ne, Effektivität, so rum. Aber so dann effektiver. Natürlich sollten da vorwiegend dann positive Spielstand Nachrichten drin gespeichert. Stehen. Oh. Weil... Sonst bringen uns negative Nachrichten, bringen uns da auch nicht mal weiter. Ja, aber hier haben wir ja wieder neue aufgebaut. Da müssen wir dann gucken. Also hier die zwei Reihen müssen weg. Das heißt, hier kommen dann zwei neue rein, um das dann wieder auszugleichen. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Also brauchen wir hier die 4 Felder. 1, 2, 5 Felder. 5,5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ein halbes. Dann werden die Bauern aus der Hauptstadt erstmal so weit ausgelagert aufs Bäuerliche. So aus in den Randbezirk rein. Der Rest ist dann wirklich nur noch Aufbau. Die muss ich dann auch wegrechnen. Hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dann wäre aber die Reihe dann schon komplett weg. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Und das geht wieder hoch. Schnaps. Wie sieht's aus? Ausgeglichen? Da müssen wir vielleicht nochmal eingreifen bei der Schnapsproduktion.
Hier vielleicht hin, auf die Ecke. Ja. Frage ist, wie viel kriegen wir denn hier hin? 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Das ist nur die Frage, wie hoch wir das setzen müssen. Oh. Ein nach unten. Hof ohne Felder? Bin das schon dabei. Wir kümmern uns hier um alles. Ja, rein theoretisch könnte ich das auch anders hinbauen. Von den Dingern her müsste das eigentlich passen. Wenn ich das jetzt nehme, wartet mal kurz. So, wir machen das. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Ja, voll. Vom Feldern her müsste es rein theoretisch genau das gleiche sein. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wohin's denn? Ach, hier oben. Wieder mal bei den Bauern. So, wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus hier? Da ist er. Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Es mangelt an Arbeitskraft. Bleib zurück, die Rohre müssen gespült werden. Haben wir einen Screenshot gemacht? Gucken wir mal. Kann man als Thumbnail benutzen. Was nicht so groß ist. So, da haben wir unsere Kanonen dieser Reihe auf jeden Fall. Da gucken wir mal weiter. Bauern ist auf dem Weg. Aber was wir noch machen könnten, wäre noch mal kurz. Die Flammen wurden gelöscht. Sie werden so schnell groß.
Normalerweise könnte man doch die Summits. Moment. Finger weg, mein Junge! Ja, das ist doch eins wert. Okay. Damit haben wir unsere Kanonengießerei. Felder wachsen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schoner. Zwei Kanonenboote und eine Fregatte. Den zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir das erstmal dann. Genau. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.